Hallo und herzlich willkommen zu unserem Fuck-Up-Talk. Hier berichten Gründerinnen und Gründer über ihre größten Herausforderungen beim Wachsen und welche Fehler sie dabei gemacht haben, damit andere davon lernen können. Heute bei mir zu Gast ist Georg von Make Your Move. Georg, cool, dass du da bist. Hi. Ja, sehr gern. Danke für die Einladung. Ihr habt zu dritt ein Startup gegründet. Mit Make Your Move möchtet ihr Unternehmen, die hier in Deutschland keine Auszubildenden finden, helfen, Azubis aus dem Ausland zu gewinnen. Ihr kümmert euch um die Visavergabe, matcht Ausbildungsplätze, bleibt an den Azubis dran und betreut diese. Große Nachfrage, es läuft sicherlich schon sehr gut an, aber so zu dritt als Gründerteam, auf welche Herausforderungen seid ihr denn gestoßen? Die erste Herausforderung, die war gleich am Anfang. Wir hatten halt die Idee, die ist aus der klassischen Bierlaune entstanden und dann fanden wir die Idee halt irgendwie gut und dann haben wir uns halt zusammengehockt und überlegt, wie wir es machen. Und das erste Problem war halt dann, wir haben alle einen normalen Job und würden im Nebenerwerb gründen. Und dann war uns relativ schnell klar, oh, da geht ganz schön viel Zeit drauf. Und wie sollen wir das überhaupt machen? Und dann waren wir eigentlich kurz davor, dass wir gesagt haben, hey, das schaffen wir niemals, das kriegen wir nicht hin, mit Vollzeitjob und in der Freizeit das noch zu regeln. Aber die Idee haben wir dann nicht losgelassen. Dann haben wir uns gesagt, hey, jetzt brauchen wir irgendeine Lösung, damit wir das nicht irgendwie links liegen lassen. Und haben uns dann eben überlegt, hey, wie machen wir das, dass sich jeder gut einbringen kann, unabhängig voneinander einbringen kann. Und dass auch jeder das, was er tut, weil natürlich, wenn man zu dritt ist, hat man den Vorteil, dass man verschiedene Aufgaben nehmen kann, nicht irgendwie benachteiligt fühlt. Und dann klingt zu banal, aber wir haben uns einfach beschlossen, dass wir sofort von Anfang an unsere Stunden schreiben. Auch bevor es losging, bevor der Gründung, bevor wir Gewerbe angemeldet hatten, wir schreiben vorher unsere Stunden auf, damit wirklich jeder sieht, hey, ich habe so und so viel gemacht. Und wenn jemand weniger macht, wie zum Beispiel ich kann nur samstags, dass es dann nicht heißt, irgendwann mal, ja, der macht zu wenig, ist überhaupt noch dabei oder ich ein schlechtes Gewissen haben muss, dass ich so wenig leiste, weil irgendwann mal später, wenn es mal eine Auszahlung geben sollte, man natürlich dann umverteilen kann, wer wie viel mit eingebracht hat ins Unternehmen. Und die Sache ist natürlich auch, gerade am Anfang ist so, man macht viele Sachen und man sieht aber nicht immer sofort ein Ergebnis oder einen Erfolg. Also derjenige, der die Homepage gebaut hat, am Ende sieht man die Homepage, das ist ein Erfolg. Der die Gewerbeanmeldung gemacht hat, ja, das ist ein DIN A4-Zettel. Gehört dazu, braucht man, ist sehr viel Arbeit, aber wird natürlich nicht so gesehen wie diese Website. Und damit da eben nicht so ein Unmut entsteht oder man sich benachteiligt auch fühlt und man stets irgendwie noch die Freundschaft auch wahren kann, aus der das Ganze irgendwo entstanden ist, haben wir dann entschlossen, von Anfang an wirklich Stunden zu schreiben, damit da nichts irgendwie untergeht oder sich jemand benachteiligt fühlt. Große Herausforderung, euch drei gibt es noch als Team. Und als Freunde. Und als Freunde, was ist so abschließend dein Tipp an andere, die im Team starten? Genau, also wichtig ist, es hat jeder eine Idee, aber die Idee alleine bringt nichts und später wird es irgendwann mal ein Unternehmen werden. Das heißt, man muss neben der Idee schon so denken, auch wenn man es noch nicht ist, als wäre man ein funktionierendes, fertiges Unternehmen, damit gerade solche Sachen eben nicht auf der Strecke bleiben. Das heißt, Stunden schreiben, fair verteilen und dann klappt es auch mit dem Team weiterhin. Genau. Super Tipp, Georg. Vielen Dank. Das war schon mit unserem Fuck-Up-Talk. Bleibt dran, der nächste ist in der Mache. Wenn es wieder heißt, erfolgreich voranscheitern. Danke. Ciao. Erfolg.